Führer hat Großes vor. Sehen Sie sich denn in der Lage, unsere Vorzeigeathleten mit dem bestmöglichen Schuhen auszustatten? Die Frage ist doch, wie wir mit Sportlern, die Medaillen gewinnen, mehr Schuhe verkaufen. Jesse Owens. Owens ist Amerikaner. Ich war ein Niger. Viermal Gold in unseren Schuhen und die ganze Welt hat's gesehen. Das ist unsere Zeit. Auf die Nasslas. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe verfolgt. An der Front braucht kein Mensch Sportschuhe. Der Krieg ist bald vorbei und dann brauchen die Leute Ablenkung. Wir suchen Ihren Bruder Rudolf, er ist desertiert. Rudi. Es ist soweit. Sie waren vor dem Krieg eingetreten. Also sind Sie eine überzeugte Nazi? Nein, ich bin kein Nazi. Warum bin ich alleine hier? Mein Bruder und ich, wir führen die Firma zusammen. Er will mich doch schon lange nicht mehr dabei haben, Friedel. Ich weiß das. Wir sind beide der Meinung, dass es an der Zeit ist für eine Veränderung, einen Neubeginn. Deswegen haben wir beschlossen, die Firma Dassler Sportschuhe aufzuteilen. Adidas, was soll denn das jetzt? Er hat seine Vor- und seine Nachnamen kombiniert. Ein Wort, eine Marke. Uma, typisch für meinen Bruder, hält sich für eine Raubkatze. Stimmt also, was man über Sie sagt, Sie sind sehr ehrgeizig. Das ist nicht mehr meine Welt. Es geht nur noch ums Geld. Das hat auch nicht mehr mit Sport zu tun. Dein Bruder sieht das auch so. Er soll seinen Frieden haben. War er es? Was seid ihr eigentlich, meine Familie? NG heißt nicht genannt. Also nennen Sie es auch nicht. Mit NG ist Adidas gut. Das ist es, was wir brauchen. Sportschuhe. Gleiche Chancen für alle Sportler.